Hallo Leute, es geht endlich weiter mit Alice Madness Returns. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir sind zuletzt aus dem Gemälde rausgekommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sowas mache ich gerne, aber wir müssen wieder raus. Und ist hier noch irgendwas? Und ich sehe es nur nicht. Völlig versteckt hier im Dunkeln. Wäre ja fies. Wäre fies, aber ich sehe auch nichts. Raus mit mir. Raus mit Alice. Hey, Grinsekatze. Tschüss, Grinsekatze und hallo, Schweineschnauze. Sehr schön. Da ist auch schon der Weg zum nächsten Versteck. So, dann gehen wir da mal rein. Das will ich ja nicht verpasst haben. Na komm, geh durch. Geh durch und tu's. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Ach, zu was Alice auch immer verleitet wurde, ne? Von der Erziehung. So, mach mal dies, mach das. So, ich meine, das arme Kind, völlig verwirrt und durcheinander. Dass das aber auch keiner gemerkt hat. Also, dass sie anscheinend auch unglücklich ist oder ich weiß auch nicht. Ich meine, bevor dieser Brand passiert ist, weiß man ja gar nicht, wie gut es ihr eigentlich ging. Vielleicht fing da ja schon so psychologisch gesehen was in... Stand da... Ja, wie nennt man das? Also ging das da schon los in ihrem Kopf sozusagen? Verarbeitete sie da schon Dinge anders, sodass es dann ausbrach, als der Brand dann mit der Familie war? Oder kam das dann wirklich erst dann... Ich glaube, dass Alice so ein fantasievolles Mädchen ist, die Dinge in ihrer Welt schon immer anders verarbeitet hat, als vielleicht andere Menschen, weil sie Fantasie hat, weil sie versucht, die Dinge der Realität zu verstehen. Ich war so übrigens auch ähnlich. Ich habe zwar kein Wunderland mehr ausgedacht, aber ich war immer ein sehr fantasievolles Kind, die nicht alles so... Wieso kann ich da jetzt nicht einfach hinspringen? Na, ich habe als Kind halt Dinge auch nicht immer so verstanden, wie es mir erklärt wurde. Ich habe sie mir schon oft selber erklärt. Deswegen habe ich auch immer viel gemalt und gezeichnet. Da bin ich vielleicht... Vielleicht mag ich deswegen Alice auch so gerne. Weil ich mich etwas, ein Stückchen damit auch selber identifizieren kann. Och nö. Samurai-Wespe, Bogenschütze. Und ab in den Tod. Eigentlich wollte ich nur gerade zur Seite gehen, aber okay. Schön. Ich freue mich. Ach, jetzt ist das Ding stehen geblieben. Mhm. Toll. Und alles, was an Belohnung ist, fliegt jetzt runter, oder wie? Super. Hm. Kommen jetzt hier noch mehr Bogenschützenviecher? Was ist mit der? Geht die nicht? Hm. Oh, da oben muss ich auch hin. Okay. Da muss ich hin. Och, komm. Da hinten war doch noch eine. Okay, da macht sie jetzt aber nichts. Was soll ich jetzt hier sehen? Was ist so wichtig, dass ich darüber soll? Oh, meine Nase juckt. Ach, schön. Wenigstens sieht man mich nicht, dann kann ich in Ruhe meine Nase jucken.
So. Ab wieder zurück. Ich finde das total cool mit diesen Figuren hier. Auch wenn sie sehr nackte Brüste zeigen. Aber ich weiß, dass ich einige Zuschauer habe, denen das sicherlich gefällt. Ja, nun mach doch deine Dingsbums. Meine Güte. So, da soll ich wieder rüber. Habe ich denn jetzt hier alles abgegrast oder... Von da komme ich, von daher denke ich, da ist alles tutti. Ich glaube schon. Ich denke, es ist okay. Hier geht's aber schnell. Och, Alice. So, los geht's. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, springen. Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Noch was? Ich übersehe ja doch immer was, obwohl ich nicht will. Oh, ein Glühwürmchen. Hallo, Glühwürmchen. Hehe. Wann sieht man schon mal Glühwürmchen? Die gibt's nur noch in Animes und Geschichten und Filmen. Und Spielen. Heilung. Das ist schön. Dann kriegen wir eigentlich mal wieder eine Rose mehr. Obwohl ich finde, so vom Heilungsdings geht's eigentlich. Also dauert ja doch ein Weilchen immer, bis man stirbt. Was ist denn da? Da kann ich voll so hinspringen und so. Ach ja. Will ich da schon durch? Also ich meine, klar will ich hier die Zähne. Aber ist hier noch ein Gang? Oh Gott, wo kommt der denn her? Huch. Stirb. La la la. Finde ich gut. Aber da kommt bestimmt noch so die Monsterwespe. Uns wurde ja gesagt, dass wir die besiegen müssen. Die Daimyo Super Dings. Oh nein. Wie komme ich dann jetzt zu der rüber? Hey! Hey! Wieso fällt sie denn runter? Ich dachte, ich kann da stehen bleiben. Und wo bin ich jetzt? Ne? Wo bin ich jetzt? Ach so. Nanü? Kann ich da durch? Ach so. So. Jetzt noch mal das Ding. Komm noch mal her. So. So, darüber. Das war doch ganz gut. Ja, dann gehe ich da jetzt rüber. Jetzt aber richtig. Oder habe ich hier noch was übersehen? So ein Geheimgang oder so? Ich glaube aber nicht. Nee, dann gehe ich hier rein. Ich hoffe, es passiert mir nichts in der dunklen Höhle. Hallo. Hallo. Eine Flasche. Ich weiß jetzt auch endlich, wofür die Flaschen da sind. Danke nochmal. Ey. Die sind ja für Entwürfe und sowas alles am Ende. Hatte ich irgendwie vergessen. Aber das schauen wir uns dann alles schön an, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Was wir dann an Illustrationen und Bildern und was weiß ich nicht alles dann freigeschaltet haben durch die Sachen, die ich hier immer schön einsammle. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, was dann alles so zusammenkommt. Aber ich weiß halt leider schon immer,
dass ich auch hier und da doch immer was verpasst habe. Das ärgert mich natürlich. Aber naja. Hä? Doch wieder raus? Was hat sich jetzt hier verändert? Ah, jetzt kann ich da nach oben. Da war vorher kein so ein, ne? So ein Wasserfontänending. Miau. Ha! Nein, 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 nein. Und ich dachte, ich lande richtig. Das war zu weit. Das wird zu weit. Ach, jetzt bin ich aber rüber gekommen, automatisch. Auch gut. Finde ich gut. Oh, es sieht schön aus, so die Grafik und so. Also, wenn es nach mir geht, total gut. Samurai-Tintenwespe. Habe ich sie schon platt gemacht? Ja. Tja, Leute. Das war's mit dir. Ach, das geht ja eigentlich. Vor allem mit unserer Teekanone, da geht das ja ganz fix, muss ich sagen. Schön. So lässt es sich spielen. Ich hole mir mal erstmal so die Krüge und was hier alles so ist. Und dann gucke ich mal nach, wo reingehen. Ich wette nämlich, dass ich hier sonst wieder versteckte Gänge übersehe, wie hier zum Beispiel. Nee? Das wäre so ein typisches Ding gewesen, wo der Stein verschwindet und ich merk's wieder nicht. Wo soll ich jetzt lang? Da vorne lang? Oder ich glaube, da geht's richtig weiter. Komme ich da dann her jetzt? Ach so, da ist zu auch, ne? Da sind wir jetzt durchgekommen, kann das sein? Jo. Gib alles, Alice. Nicht, dass hier noch eine Schweineschnauze unsichtbar rumfliegt oder so. Ich traue dem Spiel mittlerweile alles zu. Na gut. Dann geht's weiter. Okay, was ist noch so los hier? Wer will noch einen? Wer hat noch nicht? Einfach voll auf die Glocke hauen, ganz ehrlich. Und dann bam. Okay. Mich irritieren manchmal diese Statuen-Dinger, Köpfe, Stein eingemeißelten Dinger, weil dann denke ich immer, ach, da war ich noch nicht. Und dann, ne? War ich da doch schon. Oh, ja, hier wollen wir rein. Es geht wieder los, es geht wieder los. Ein Upgrade für die Vorpalklinge ermöglicht schnellere und effektivere Angriffe. Wir gehen wieder in unsere nette Teegesellschaft. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Teegesellschaft, töte oder werde getötet.
Toll, Erfolg. Die machen wir noch kaputt. Oder auch nicht. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Das war ja jetzt aber einfach, wenn ich an diese ewig lange Passage mit der Teekanne denke. Was ist mit dir? 4 von 4, egal. Lassen wir die eine Brumse da stecken. Sie wollte nicht sterben. Sie wollte stecken bleiben im Holz. Töte gleitenden Verfall schnell, bevor er entwischt. Yippie, das finde ich super. Jetzt haben wir 4 von 4 Rosen angemalt. Rosenblättern, wie auch immer man es nennen will. Ach, und da sind jetzt auch gleich ein paar neue Krückchen. Die aber nichts beinhalten. Schön. Dann eben nicht. Sind das eigentlich Aprikosen oder Äpfel? Oder die ich hier gerade kaputt gemacht habe? Ja. Ah, diese ganzen Fratzengesichter auch hier in dem Stein eingemeißelt. Echt cool. Das macht ja auch Arbeit. Also künstlerische Arbeit vor allem. Finde ich immer toll. So in Spielen. Wenn halt nicht alles gleich ist, sondern auch so, ja. Ne? So. Oh weh, ich habe jetzt hier noch was verpasst. Aber dann... Es ist zu spät jetzt. Denn das Ding dreht sich. Wo komme ich jetzt raus? Ah. Okay. Was verpasst? Naja. Komme ich auch nicht weiter. Oh. Zerschlage alle Behältnisse, um Rosen für die Gesundheit oder Zähne für Waffen-Upgrades zu erhalten. Ah, wie schön. Cool. Runter geht's mit uns. Ja, sehr vielseitig dieser Part irgendwie. Was ich schön finde. Nein, komm rüber. Nicht wieder rumfehlen hier. Das will ich nicht. Ah, meine Zähne. Ach, komm. Da habe ich nicht reingezielt. Da bist du selber. Zähne, 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 Zähne. Oh, ich habe die letzten 3 nicht alle bekommen. Da ist eine Schweineschnauze. Schweineschnauze. Komm her. Bevor ich sie nämlich vergesse oder verpasse wieder, mache ich sie lieber gleich. Dann weiß ich nämlich noch, wo ich noch hin will. Da hinten wartet mein Körbchen. Ich finde, das Level hat aber von der Ausstrahlung sowas Ähnliches wie das Unterwasserlevel, nur anders trotzdem. Also so... Das war ja auch irgendwie so ruhig und besinnlich. Manchmal auch ein bisschen trübselig. Ja, weiß ich nicht. So ist das Level hier auch ein bisschen. Konnte ich da noch hin, wo? Nö. Huch. Ah. So. Okay. Alle erledigt oder nicht erledigt oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls hole ich mir hier meine Belohnung. Oder kommt mir eine hinterher und ich merk's nicht. Was soll die Musik? Actiongeladene Musik. Oh, das waren richtig schön viele. Finde ich gut. D-
Irgendwas muss hier noch sein, sonst wäre hier die Musik ja nicht, denke ich mir. Bestimmt da vorne. Ah, da. Na, was denn noch? Ah. Mhm. Da ist auch noch was ich kaputt machen soll. Was ist hier? Komme ich hier weiter? Nö. Was soll ich tun? Wie komme ich da oben rauf? Das irritiert mich ein bisschen. Irgendwie muss ich das hier freischalten, damit ich da hochkomme. Aber so einfach lässt sich das nicht kaputt machen. Irgendwie muss ich noch mehr Viecher besiegen oder so. Hm. Schwierig. Kann ich da rauf? Oh, nein, nicht sterben. Das sah so aus, als könnte man da vorne lang. Ja, und was mache ich jetzt? Hm. Hier komme ich auch nicht weiter. Na nun. Ich habe bestimmt noch irgendwas nicht ausprobiert. Kann ich meine Bombe hier rauflegen? Hm. Kann ich mit meiner Teekanne vielleicht? Ja, das war super gezielt. Warum zielt sie da hinten hin? Was ist denn da? Ziel du mal darauf. Oh. Sie zielt voll weit. Hat aber auch nicht geholfen. Jetzt habe ich eigentlich drauf geklatscht. Komisch. Was soll ich machen? Ich muss da oben an das Ding rankommen. Weiß aber nicht wie. Ist das jetzt irgendwie ein Bug oder so? Schaltet sich das frei, wenn ich alle Gegner besiegt habe und deswegen geht das jetzt gerade nicht? Oder... Ich weiß nicht, ich werde mal kurz offline rumprobieren, weil der Part ist eh zu Ende und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.